Scheiße, falsches Intro. Ich doch am Arsch, Mensch. Magic. Hier haben wir die Lasagne, meine Fresse. Hier haben wir die Lasagne von Mama Leone. Natürlich habe ich gemogelt. Ich hab gestern die Hälfte schon gegessen. Ich habe das jetzt in meinen Ofen geschmissen. Und zwar, man muss ja auch bestellt mal was sagen. Ist jetzt rein theoretisch auch heiß, hoffe ich. Ich guck mal kurz, dass sie auch heiß ist, die Suppe. Ja. Also, wir haben hier ein wunderschönes Netz. Boah, ja. Das ist das Schöne. Wir haben hier oben, haben diese schöne Käseschicht oben drauf. Ist auch, wie man sieht, schön saubere, dicke Schicht, die wir haben. Dann haben wir hier natürlich die Nudelplatten drunter, logischerweise. Ne? Ein Bechamel befindet sich direkt unter dem Käse, dann haben wir hier die Nudelplatten. Allerdings, wie man sieht, ist es nicht so, dass wir hier nur die dicken Nudelplatten haben und dazwischen ist, sondern dazwischen befindet sich an Masse, wie bescheuert, hier. Ohne Ende. Und das geht auch die ganze Lasagne, wie man hier sehen kann, wenn man richtig sehen kann, so weiter. Also wir haben jetzt nicht Nudelplatten, wie blöd. Sondern wir haben hier richtig Material. Das Gute ist, wie man gerade gesehen hat, mit den Nudelplatten und Co. haben wir natürlich auch sehr viel Schinken drin. Und wir haben ja auch kein Auerhund. Wir haben natürlich auch kein Klebeschinken oder sowas. Wir haben ja also ne, richtigen, anständigen Kochschinken drin. Geschmacklich ist das natürlich eine wahre Wohltat. Das Problem ist halt, wenn du nicht gerade am Verhungern bist, ist das Problem, dass diese Lasagne, dass diese Lasagne so wuchtig ist, auch hier vom ganzen Käsegehalt, wie man hier sieht, vom ganzen Käsegehalt und Co. so wuchtig ist, dass ich ehrlich gesagt immer zweimal esse, weil es halt einfach zu viel ist. Ne? Also es stopft halt wie Sau. Ist aber auch geschmacklich genau das, was du möchtest. Und das ist ja nicht ganz normal, es ist ja nicht so eine typische Lasagne Bolognese, sondern das ist ja eine richtige Lasagne al forno, halt original italienisch. Dementsprechend schmeckt sie auch. Ich habe zum Beispiel hier ein paar Nudelplatten und hier habe ich dann selbst unten auch wieder komplett voll nur mit Schinken und Käse. Das ist sehr lecker. Die Lasagne kostet 6,50. Allerdings für liefertes Essen, muss man mal sagen, dieses typische vom Italiener etc. Das ist unter anderem so ein Punkt, den ich jetzt zum Beispiel meine, dass die Leute sich immer diese Billigpizza kaufen, wo 3 Stück 1,80 kosten. Und dann auf der anderen Seite eine Pizza bestellen, die 10 kostet. Das ist mir so ein Thema, das ich dann halt nicht verstehe. Ja? Und dann kann man sich auch ab und zu mal sowas kaufen. Ist geschmacklich sehr gut. Generell auch eine sehr gute Pizzeria. Also die Pizzen sind auch immer sehr, sehr üppig belegt, sagen wir es mal so. Und eine Salami-Pizza, naja, da schwimmt der Karton ein bisschen vom Fett. Muss man auch ehrlich sagen, aber es ist halt sehr gut. Lasagne auch, wollte ich mal gesagt haben, ist ehrlich gesagt hier, ist das ein meiner Meinung zu oder ist das ein Test? Oder ich weiß es ehrlich nicht. Ach, hier ist ja noch viel mehr Käse. Was soll man dazu sagen? Es ist wirklich, es sieht pervers aus und es schmeckt auch pervers lecker. Das ist es. So. Das obligatorische Hundi, möchtest du noch was dazu sagen? Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.